Schönes Bild. Also, das sieht so aus wie eine von Schwiegertochter gesucht und dahinter sind so ein paar Leute, die ein bisschen, ja, keine Hobbys haben. Die stehen da so, wollen Sie einen Kaffee haben? Hallo Leute und ein herzlich willkommen zu Let's Play Pineview Drive zu Tag 5 und wir fangen jetzt mal an, ja, nach einem Schlüssel zu suchen. Wir nehmen gerade auf vor der Folge 4 vom Pineview Drive und wir machen erstmal das Licht an. Ja, aktueller Stand von diesem Spiel ist, dass wir einen Schlüssel haben und einen neuen Raum gefunden haben und das ist genau im Obergeschoss. Ja, dritter Raum, links. Sage ich jetzt einfach nur. Zum Spaß. Ist das Licht kaputt oder was ist los jetzt hier? Ah, okay. Ja, ich werde mit den The Uniman, den ihr bestimmt kennt, wenn nicht, ich schreibe das mal in den Kommentaren mal rein oder in der Videobeschreibung den Link von den The Uniman. Er macht sehr gute Let's Plays, mal mit ihm zu spielen hier, das Spiel. Weil. Er findet das Spiel auch sehr gut. Ja, er hat zu mir gesagt, Gerrit, auf keinen Fall dieses Spiel spielen. Auf keinen Fall. Und ich habe gesagt, doch, das machen wir jetzt. Ja, ich hoffe, dass er es macht. Und wir werden ja auch bald Counter-Strike zusammen zocken. Aber meine Internetverbindung ist ja so schön. Ich darf ja keine Werbung machen von diesem Anbieter. Dass dieser Anbieter so schlecht ist, der ist wirklich schlecht, dieser Anbieter. Und ich habe beim Upload nur 0,20 Mbit pro Sekunde. Und meine Güte, geh nach Hause. Hier ist ein Schlüssel, danke. Die wollen mich alle hier umbringen. Keine Ahnung warum. Wo sind wir stehen geblieben? Ja, 0,20 Millisekunden. Nee, pro Sekunde. Pro Sekunde, irgendwas pro Sekunde. Upload. Und die Videos, ja. Das dauert immer so 3 Tage, bis die hochgeladen sind. Und ich hoffe, dass es heute geht, sonst rufe ich mal diesen Anbieter mal an. Und ja, muss die mal den Support mal ein bisschen anschnauzen. Weil es so nicht geht. Wir haben eine 16.000 Leitung mit 2 Mbit pro Sekunde Upload und wir haben nicht die Hälfte, sondern richtig wenig und das finde ich eine Frechheit von diesen Anbietern. Ja, und ich habe jetzt zu meinen Eltern gesagt so, komm, wir kaufen mal die Telekom. Telekom ist ja das beste Netz, aber ist so teuer. Also pro Monat geben wir keine 50 € aus für eine 50.000 Leitung. Wir wollen ja eine 50.000 Leitung haben, bisschen aufrüsten, damit wir sehr gute Livestreams machen können. Wir beide, ich und Julian. Oh, Julian und ich. Ja. Das ist ein bisschen hirnlos. So, jetzt brauche ich aber Licht hier. Oh, wir haben neue Räume gefunden. Das ist wirklich schön. Schönes Bild. Also, das sieht so aus wie eine von Schwiegertochter gesucht und dahinter sind so ein paar Leute, die ein bisschen, ja, keine Hobbys haben. Die stehen da so, wollen Sie einen Kaffee haben? Weiter. Licht. Meine Güte. Gibt es hier keinen Lichtschalter oder, das Haus hat kein Geld. Wirklich nicht, ey. Hey. Ja, schon der Tag 5 ist schon um. Wir machen das einfach so, dass wir das einfach so machen, dass wir diesen Tag plus Tag 6 verbinden einfach. Es gab ein leichtes Gewitter. Es kann einem schon unheimlich sein in diesem großen Haus. Ja, also das war Tag 5, aber das ist eine 4-Minuten-Folge. Deswegen machen wir Tag 6 noch dabei. Und wir sagen mal herzlich willkommen zu Tag 6. Und weiter geht's.
Ja, bleib mal locker. Boah, ey Menschen, ne? Manchmal bekomme ich die, boah, manchmal bekomme ich, ja, Schwierigkeiten. Ich habe das Licht gar nicht angemacht. Oder habe ich jetzt Alzheimer? Habe ich das Licht angemacht? Habe ich das Licht jetzt nicht angemacht? Okay. Wir haben Tag 6 natürlich und ich hoffe, dass dieses Licht noch anbleibt, weil manchmal bleibt das Licht nicht mehr an. Ich glaube ab Tag 7. Und dann freuen wir uns ja schon drauf, dass da kein Licht da ist. Dann werde ich das Let's Play mit den The Yuli Man, weil alleine zu Let's Playen bei so einer Dunkelheit ist das schon ein bisschen komisch. Ich habe ja nicht Schiss, aber trotzdem macht es ein bisschen mehr Spaß, wie jetzt alleine alles zu Let's Playen. Und jetzt kommt Donnerwetter. Wenn ihr in Deutschland wohnt oder ja, in Deutschland, genau in der Nähe von Nordrhein-Westfalen oder woanders, habt ihr ja Pfingsten dieses Unwetter erlebt, wo alle Bäume umgestürzt sind und nichts mehr ging. Bei uns in unserer Stadt ging gar nichts mehr. Pfingsten, meine Güte, da war ja ein Donnerwetter. So viel Donner, Hagel. Boah, und am nächsten Tag hatten wir 5 Tage schulfrei und das Licht ist schon wieder ausgegangen. Also irgendwie stehe ich heute im Wald, keine Ahnung. Oder ich habe Alzheimer bei dieser Folge, kann ja sein. Also irgendwie fühle ich mich ein bisschen gemobbt hier. Keine Ahnung. Ist mir auch jetzt auch egal. Ja. Meine Güte, scheiß Spiel, ey. Nein, das Spiel bekommt ihr für 20 Euro in den schönen Steam Store. Meine Güte, ich stehe heute wirklich im Wald, ey. Sage ich jetzt in jeder Folge. Ich stehe im Wald. Ich glaube, ich gehe nach oben. Also irgendwie fühle ich mich ein bisschen gemobbt von diesem Spiel. Bin ich mal ganz ehrlich. Mobben ist ja kein lustiges Thema, aber das Spiel mobbt mich gerade ein bisschen. Ja, wenn ihr was Sinnvolles sehen wollt, also ein anderes Spiel, was ihr gerne sehen wollt. Ich will ja gerne GTA 5 Let's Playen. Aber das Spiel kommt ja im April raus, sollte ja eigentlich im März rauskommen. Aber, ach, guck mal, die alte Schwiegertochter wieder hier. Ne, wenn das rauskommt, werde ich es mir vielleicht kaufen, das Spiel, oder erst im Juni. Mal gucken. Und ich sehe keinen Schlüssel mehr. Ich bekomme die Krise hier. Ich brauche einen Schlüssel. Ah, da. Ja, also wenn ihr das Spiel sehen wollt, könnt ihr es ja gerne mal in den Kommentaren reinschreiben. Mann! Ich fühle mich gerade ein bisschen gemobbt. Wirklich. Richtig gemobbt fühle ich mich. Ich gehe jetzt einfach mal zurück. Mann, wir haben schon 8 Minuten um, also. Bleibt mal locker, locker, locker. Locker. Ja, also, alle sagen zu mir, ey Kollege, bleib mal locker. Alle sagen, man soll locker. Keine Ahnung warum. Viele haben zu mir geschrieben, dass die Soundqualität nicht so toll ist, aber, ich werde mir auch ein neues Headset holen, aber es dauert ein bisschen noch. Ich warte, bis dieses Logitech mal im Angebot ist. Das hatten die letztes Mal im Angebot beim Mediamarkt hier in Oberhausen. Aber ich habe es mir nicht geholt. Und der Schlüssel muss doch irgendwo. Ja, locker, meine. Darf ich nicht sagen. So, hier sind irgendwie Blagen, die ein bisschen hier. Ja, ich habe das Spiel ja mal durchgespielt und es ist nicht mehr lustig. Mann, was wollen die von mir hier? Mann. Ey, warte mal. Da draußen ist ein.
Boah, ey, ich bekomme Gänsehaut, meine Güte. Da draußen ist einer und wir gehen jetzt raus und wir machen die Welt jetzt unsicher und meine Güte, ich habe schon Schiss. Und wenn ihr das um 0 Uhr guckt, ich sage mal, Hammer, Hammer und es regnet. Ja, das typische Essener Wetter. Nein, bei uns ist das Wetter auch so. Ach ja, heute war ich in Innenstadt, also gestern, und da gab es die neue Straßenbahn. Wir haben ja neue Straßenbahn und die fährt ja nur auf eine Linie und jetzt fahren die auf alle Linien. Das ist schön. Hier muss doch irgendwo eine Schaukel sein. Warte mal, da. Hier war dieses Mädchen und hier muss doch ein da, Schlüssel sein. Meine Güte, also typisch Pinewood-Vibe, das macht mir ja tierisch gerade Angst. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, ich lüge euch nicht an. Das ist nicht lustig mehr. Manometer. Ja. Also hier ist kein, hier nicht. Okay. Wir gehen einfach mal nach ganz oben und fangen von oben nach unten an. Mann, ja, wir wissen, dass wir die Stromrechnung nicht bezahlt haben von der Firma RWE. Vielleicht kennt ihr diese Firma. Also nicht Rot-Weiß Essen und nicht Rewe, der Laden. Ja, übertreib's nicht. Also mein Rechner schafft ja alles. Ich gehe jetzt einfach geradeaus. Ja, psch, 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 psch. Ja, ich stehe auch im Wald, wir wissen's. Ich glaube, es ist richtig. Boah. Ich freue mich schon auf ein zusammen Let's Play mit den Sayuli-Man. Boah, Batterien. Mann. Da ist ein Schlüssel. Mann. Also schnell raus, wirklich. Ganz schnell hier raus. Also ich würde im realistischen Leben direkt rausgehen, irgendwie das Haus anbrennen. Ui, ui, ui. Ach, warte mal, ich gehe mal jetzt mal hier nochmal lang und gucke, ob diese Tür aufgeht. Nein, geht er da nicht auf. Und würde das Haus abfackeln. Ja, unterm Gesetz würde das Brandstiftung sein, aber das ist verflucht, das Haus. Also, ist nicht lustig. Wirklich nicht. Ist nicht mehr lustig, das Spiel. Klack, klack, klack. Ein bisschen Musik wäre nicht schlecht, aber wenn ich jetzt Musik ein bisschen einfügen würde, würde das keine GEMA-freie Musik sein. Wissen, dass wir die GEMA ja alle lieben. Und jetzt fängt an. Hier ist dieser doofe Clown, ne? Ich hasse diesen Typen hier, ne? Meine Güte, macht das doch nicht so spannend hier. So. Der Fernseher geht und wir nehmen jetzt mal die. Linda wurde nachts wieder von Geräuschen im Haus wach. Allerdings habe ich sie dieses Mal auch sehr deutlich gehört. Ich sage mal, oh mein Gott, Tag 5 und Tag 6 waren die schlimmsten Tage. Ich sage mal, ich will mich nochmal verabschieden bei diesem Gruselspiel. Das ist Hammer. Ich habe auch Gänsehaut bekommen. Und ich sage mal, wenn es euch gefallen hat, bitte ein Abo dalassen oder ein Like und ein Like oder ein Like. Wenn es euch nicht gefallen hat, ein Dislike geben. Aber das wäre sehr nett, wenn ihr ein Like da lässt. Ja, nochmal ein bisschen Werbung an den Julian. Bitte abonniert den Kanal von meinen Kollegen von den The Juliman. Der heißt The Juliman. Ist ein cooler Let's Player, natürlich. Ist auch mein Kollege. Er macht Minecraft-Videos, Counter-Strike mit mir. Und guckt mal bei denen vorbei. Ja, wenn ihr dieses Spiel kaufen wollt, guckt mal bitte in der Videobeschreibung rein. Das bekommt ihr bei Amazon oder Steam, aber ich würde es für Steam holen, weil bei Amazon ein paar, ja, das dauert ein bisschen, bis es dann zu Hause ist und dies und jenes. Würde ich das bei Steam holen, kann man ja mit allen bezahlen, alle Möglichkeiten, glaube ich.
Und ich sage mal, bis später, euer TheGamer3000 und eine schöne Geisterstunde. Tschüss!